Ich darf Sie zu einer neuen Ausgabe des Literaturmagazins Zwischen den Zeilen begrüßen. Heute haben wir Dieter Auras zu Gast. Ja. Hallo. Dieter Auras gehört wohl zu den bekanntesten Kriminalautoren in Rheinland-Pfalz. Das kann man heute schon so sagen, ja? Und er weist noch eine ganz Besonderheit auf. Er ist nämlich selbst von Haus aus Kriminalbeamter gewesen. Viele Jahre? Ja. Ja. Also vom Fach geboren in Frankfurt am Main. Lebt er heute in der Nähe von Koblenz, ja? Und was soll man groß sagen? Du bist sehr wahrscheinlich hier gerade im Koblenzer Raum zahlreichen Zuschauern auch bekannt durch deine Lesungen, deinen Podcast und allem, ja. Meine Frage jetzt an dich, ja, dein Leben, dein berufliches Leben, war das eines Beamten, ja? Ja. Und wann hast du dich mit dem Gedanken getragen, mit dem Schreiben zu beginnen? Gab es da einen Vorlauf? Ja, ja. Also, ja. Ja, den gab es tatsächlich. Also, ja, genau. Ist lustig, dass du das fragst, aber meinen ersten, leider bisher einzigen Preis habe ich mit 14 Jahren gewonnen, okay, als ich in Frankfurt 1969 teilgenommen habe an einem Kurzgeschichtenwettbewerb mit dem Titel Frankfurt im Jahr 2000. Okay. Ich war mit 14 schon begeisterter Science-Fiction-Leser, ja, und meine Geschichte war also so abstrus für manche, heute wird man drüber lächeln, dass sogar die Zeitung dann Ausschnitte daraus gebracht hat und gesagt hat, also was für eine Fantasie muss jemand haben? Vieles habe ich aus den Science-Fiction-Romanen, die ich gelesen habe, habe ich entnommen, aber ist egal. Also damals habe ich schon geschrieben. Ja, also ich habe auch schon mit 16 Songtexte und Gedichte verfasst, aber mit dem Beruf, den ich dann aufgenommen habe. Ich bin mit 19 zum Bundeskriminalamt gegangen, habe ich tatsächlich die Zeit verloren, weiterzuschreiben. Mhm. Der hat mich so in Anspruch genommen, der Beruf, dass ich nicht mehr die Zeit gefunden habe. Ja. Ich habe es versucht, nebenher, aber das wurde nichts. Ja, ja, ja. Da war keine Chance. Mhm. Also das war im Prinzip der Vorlauf. Ja. Und erst kurz vor meiner Pensionierung, als ich angefangen habe, mir Gedanken darüber zu machen, was ich denn als Pensionär machen könnte, ist die Idee wiedergekommen, jetzt könntest du endlich deinen Jugendtraum erfüllen und mal versuchen, ein Buch zu schreiben. Also das hatte ich schon geahnt, ja. Und zwar, man setzt sich nicht hin, heute bin ich in Rente, morgen schreibe ich ein Buch. Nein. Ja. Also das geht nicht gut, ja. Aber du hast es all die Jahre unterdrücken können, das finde ich auch eine Leistung, das muss man auch sagen. Ja. Ich habe es ja nicht unterdrückt. Ich habe nebenher an meinem ersten Buch gearbeitet und das ist dann so jedes Jahr vielleicht 2 Kapitel. So, dann hatte ich im Jahr drauf wieder alles vergessen, habe wieder neu angefangen, muss wieder alles nochmal durchlesen. Mhm. Und das erste Buch tatsächlich, was ich schon kurz vor meiner Pensionierung geschrieben habe, das hatte ich angefangen in den 80er Jahren. Ach Gott, ja. Und habe dann 30 Jahre später, ich das wieder aufgenommen, habe das geschrieben und das hat mir dann meine erste Lektorin sowas von um die Ohren gehauen und hat gesagt, vergiss es, das hat überhaupt keinen Sinn mit dem Thema. Das Thema war es. Sie hat gesagt, ich habe aber erkannt, könnte es vielleicht mit ein bisschen Hilfe, könnte das was werden, hast du nicht noch eine andere Idee? Aha. Und die hatte ich und das wurde dann mein erstes Verlagsbuch. Ja, das war Frankfurter Kaddisch. Also wie gesagt, das ist auch interessant. Also immer wieder mal, also es begleitete dich doch dein Leben lang. Ja. Und das Frankfurter Kaddisch ist im Gemeiner Verlag ja erschienen. Ja, das ist ja schon eine Adresse für die Kriminalautoren. Ja. Also da war ich auch sehr zufrieden. Mit dem Titel war ich anfänglich nicht zufrieden, weil den hat man mir aufoktroyiert. Und ohne mich zu fragen, ich war entsetzt, weil ich wusste, wie die Reaktion sein würde, was ist denn bitte Kaddisch? Ja. Das wusste kaum jemand, weiß auch heute noch kaum jemand. Und der Verlag sagte dann, ja, das ist ja der Trick, das ist Marketing. Wenn die Leute sagen, was heißt denn Frankfurter Kaddisch, dann nehmen sie das Buch in die Hand, drehen es auf die Rückseite und lesen, um was es geht. Aber das Judentum ist bei uns doch nicht so bekannt, als dass sehr viele wissen, dass Kaddisch das jüdische Totengebet ist. Und das war dann dein erster
dein erster veröffentlichter Roman. Mhm. Ja. Ist dir das schwer gefallen, dann einen Verlag zu finden? Dann, erstaunlicherweise nicht. Also ich habe ihn nicht gefunden, den hat meine Agentin gefunden. Aha. Und es ist mir erstaunlicherweise durch einen glücklichen Zufall nicht mal schwer gefallen, eine Agentin zu finden. Mhm. Denn ich habe mehrere Agenturen mit dem Manuskript angeschrieben. Mhm. Und meine Agentin, die sie dann später geworden ist, fuhr jeden Tag an dem Schauplatz des ersten Mordes in diesem Buch vorbei und hat gesagt, das hat mich von Anfang an so, ich kann nur noch daran denken, wenn ich an diesem Turm vorbeifahre, dass da dieser Mord passiert ist. Und das hat sie also das gefesselt und sie wurde meine Agentin und hat dann einen Verlag gefunden. Da hatte ich keinen Einfluss. Ja. Also ein ganz fast reibungsloser Weg denn in die schriftstellerische Existenz. Aber ich mit Glück. Ja, mit ja, Glück und ja. Zufall, wie immer. Genau, ja, ja, ja. Also das gehört dann dazu. Ja, und jetzt wirst du mal im Videoclip mal ein bisschen Einblick in deine private Schreibstube oder wie auch immer geben. Ja, also wie man da unschwer erkennen kann, ist das nicht der typische Arbeitsplatz. Aha. Das ist unsere Küche. Und an dem Tresen, den wir extra so gestaltet haben, dass wir da morgens Kaffee dran trinken können, arbeite ich auch. Okay. Je nachdem, meine Frau ist noch im Bad, dann setze ich mich dahin und fange an, schon mal irgendwas zu schreiben oder Mails. Das sieht eher aus wie ein Arbeitsplatz. Ja. Das ist mein Büro, mein kleines Büro unterm Dach, ist aber eher meine Buchsammlung, wo ich meine Bücher horte zum Leidwesen meiner Frau, wo dann eben auch ein Mikrofon und eine Lampe und mein Drucker steht, wenn ich was ausdrucken muss. Mhm, aber da sitze ich selten und arbeite. Ja. Eher dann im Wohnzimmer auf der Couch, teilweise auch wenn der Fernseher läuft und meine Frau irgendetwas schaut, dann sitze ich dort und schreibe. Und da habe ich kein Problem mit. Ich bin der Typ Kaffeehausschreiber. Ja. Das heißt, mich stört weder Umgebungslärm noch sonst irgendwas. Im Gegenteil, es inspiriert mich teilweise auch. Dass ich, wenn ich Leute sehe. Und das wäre im Sommer mein dritter und hauptsächlicher Arbeitsplatz auf unserer Terrasse. Ich stehe da jetzt, als ich das gefilmt habe, unter der Pergola und da sitze ich im Sommer und schreibe. Ja. Das ist also eigentlich die Inspiration, die ich da habe. Im Winter sitze ich teilweise auch mit Jacke da, aber nicht so oft. Ist dann doch ein bisschen kalt. Also viele Orte und überall, eingespannend, dass man sich dann auch so zurücknehmen kann. Also ich brauche das eigentlich nicht zurücknehmen. Ja. Also man kann mich eigentlich beim Schreiben auch nicht unterbrechen. Okay. Wenn ich schreibe und bin mitten im Satz und dann fragt mich meine Frau was, dann kann ich ihr antworten, kann dabei sie sogar kurz ansehen und schreibe unter Umständen den Satz zu Ende oder ich unterbreche an der Stelle. Aha. Das ist kein Problem. Ja. Ich brauche den Faden nicht zu halten, sondern das, ich weiß nicht, vielleicht trägt es sogar zur Inspiration bei. Ja, also das ist ein glückliches Talent. Also und man sieht ja auch, was es da bereits sich, wie, was hier alles entstanden ist. Ein kleiner Turm. Das sind ja schon acht Jahre. Ja. Ja. Du schreibst ja nicht nur unter deinem Namen, du hast ja auch noch einige Pseudonyme, die du nutzt. Zwei. Ich habe zwei Pseudonyme. Das liegt daran, dass ich meinen allerersten Roman, das war ein Katzenkrimi. Und Agentin, der ist dabei inzwischen, meine Agentin hat gesagt, auf keinen Fall bringst du den raus. Dann habe ich gesagt, dann mache ich es als Self-Publisher. Dann sagt sie, ja, aber nur unter Pseudonym. Ja. Und dann musste ich mir ein Pseudonym ausdenken, ein möglichst abwegiges. Ich bin ein großer Fan von Frances Durbridge gewesen und von der Nanny Fine, eine Serie, die nur noch Ältere kennen. Und da kam dann Frances Fine raus. Das war dann das absurde Pseudonym für den Katzenkrimi, der aber unter ferner liefen. Ich habe ihn jetzt unter meinem Namen veröffentlicht und jetzt ist das was ganz anderes. Ja. Aber damals, 2016, als ich den dann als Self-Publisher rausgebracht habe, war das ein Totläufer, absoluter Totläufer. Okay. Katzenkrimi wollte damals scheinbar auch kaum einer lesen. Das kam erst später und dann musste ich das machen. Und das zweite Pseudonym, da habe ich nur ein Buch geschrieben unter diesem Pseudonym, das ist Dirk Bodenstein, da habe ich meine Berufsmemoiren.
geschrieben. Okay. Das ist eigentlich mehr ein Sach- und Lachbuch. Aha. Ich habe es auch so genannt, ein Sach- und Lachbuch, denn es ist die tatsächliche Geschichte meiner beruflichen Laufbahn. Es sind keine echten Memoiren. Mhm. Das fängt an mit meiner Bewerbung bei der Polizei und endet am Tag meiner Pensionierung. Mhm. Nicht, da wird auch so nichts Privates über meine Frau oder meine Affären oder sonst irgendetwas. Ich bin ja auch kein abgehalfterter Tennisspieler, also Memoiren werden bei mir sicherlich nicht angebracht. Aber meine Berufsmemoiren sind sehr, sehr lustig, weil sie unglaubliche Dinge schildern und auch eine Abrechnung mit dem Beamtentum darstellen. Ich war ich bin ja immer noch Beamter. Beamter ist man ja sein Leben lang. Aber ich bin ein absoluter Feind des Beamtentums, weil es so viele Absurditäten herausbringt, mit denen ich mein ganzes Berufsleben lang zu kämpfen hatte. Mhm. Und die habe ich da ein bisschen beschrieben, ist wirklich zum Lachen. Aber weil ich eben auch mit vielen Kollegen abrechne, teilweise sehr unfähigen, habe ich es unter Pseudonym geschrieben, um nicht gleich jeden mit der Nase drauf zu stoßen, wer sie da benennt. Und wie ist das Buch angenommen worden? Gut, gut ist gut angenommen worden. Ja, also erstaunlicherweise vor allem auch von vielen Kollegen sehr gut angenommen, weil sie gesagt haben, du schreibst aus dem Leben, Leben eines Polizisten, aus dem Leben eines Beamten. Und ich habe mich halt totgelacht über das und das und das, weil mir das auch alles so ähnlich passiert ist. Das hat mich eigentlich darin bestärkt, dass das keine Ausnahmen waren, was ich erlebt habe, sondern diese vielen absurden Situationen überall und immer wieder vorkommen. Gibt es bei deinen jetzt doch vielen Büchern auch ein Lieblingsbuch, an dem du dich, oder kannst du das nicht? Kann ich nicht sagen, weil jedes Buch eine andere Entstehungsgeschichte hat. Da hängt unterschiedliches Herzblut dran. Wenn ich sage, also was ich sehr toll finde, ist, dass mein allererstes Buch Frankfurt der Kaddisch inzwischen auch Schullektüre geworden ist. Ja. Das heißt, das hat eine Klasse eines einer Mittelschule hat das gelesen und hat das dann anschließend mit mir diskutiert. Das fand ich also wirklich toll. Und auch die Idee, die dahinter stand, ist eine, die mich heute noch beschäftigt und die auch immer wiederkehrt. Das Aufräumen mit Vorurteilen bei Menschen, die normalerweise keine Geschichtsbücher lesen, die kaum Sachbücher lesen und die vieles nicht wissen, was man eigentlich wissen sollte. Und das versuche ich immer so ein bisschen versteckt in dem Genre Kriminalroman mit reinzubringen. Sei es jetzt die jüdische Geschichte in Deutschland mit Holocaust und allem, was in Frankfurter Kaddisch eben eine kleine Rolle spielt. Ein Drittel des Buchs spielt in der Vergangenheit und hat dann eben Bezug zur Jetztzeit. Oder sind es Dinge wie Homosexualität bei Polizeibeamten und Beamtinnen. Oder das Thema wird in meinem nächsten Buch ein Thema sein, Sinti und Roma. Anerkennung von Sinti und Roma in unserer Gesellschaft oder wie wird mit ihnen umgegangen und solche Dinge. Mit welchen Vorurteilen haben sie zu kämpfen? Weil eine meiner Protagonistinnen im nächsten Buch ist eine Roma. Und von daher sind das so Dinge, dass ich versuche, auch ein bisschen wenigstens eine kleine Botschaft in meine Bücher mit reinzubringen. Ja, das ist vielleicht auch, dass deine Bücher sich so ein bisschen unterscheiden da von dieser Masse der Kriminalromane. Ich hoffe es. Ja, und jetzt freuen wir uns auch auf eine kleine Lesung von dir. Gerne, gerne. Also, ich lese aus meinem aktuellen Buch Wasserstoff. Es ist nominell ein Krimi, Wissenschaftsthriller. Der Unterschied zwischen Krimi und Thriller ist teilweise etwas verschwommen. Aber es geht um bahnbrechende Erfindungen, es geht um Morde. Das Ganze geschieht im Umfeld der Firma BMW. Also von daher, und es geht halt um Wasserstoff als Antriebsenergie, mögliche Antriebsenergie der Zukunft. Und ich will mal kurz anfangen mit einem der Todesfälle. Achim Böhringer näherte sich beschwingten Schrittes dem Haupteingang der BMW-Zentrale. Bevor er das Gebäude betrat, kontrollierte er, seitlich des Eingangs stehend, in der spiegelnden Glasfläche den ordentlichen Sitz seiner Krawatte und seine ganze Erscheinung.
Der dunkelblaue Anzug war neu und saß hervorragend. Die Haare waren streng nach hinten gegelt und seine Kontaktlinsen hatte er zugunsten seiner alten Brille herausgenommen. Von dem Vorstellungsgespräch am heutigen Tag hing so viel ab, dass er nun doch ein wenig aufgeregt war. Ein Blick auf die Armbanduhr zeigte ihm, dass er noch 5 Minuten Zeit hatte, denn es war gerade 14.55 Uhr. Er wollte seine Ankunft so timen, dass er auf keinen Fall zu spät, aber auch nicht zu früh am Empfang auftauchte. Zu früh zu einem Termin zu erscheinen, zeugte von Übermotivation. Er ließ seinen Blick die beeindruckende Fassade des Gebäudes entlang nach oben schweifen. In dem Moment, als er in den so typisch bayerisch-weißblauen Himmel blickte, sah er einen großen dunklen Vogel über den Rand des Daches hinwegfliegen. Nein, das war kein Vogel. Die Umrisse stimmten nicht. In einem Sekundenbruchteil erkannte er, dass es die Umrisse eines Menschen waren. Und noch während Achim Böhringer zu verstehen begann, was das bedeutete, realisierte er, dass dieser Mensch blitzschnell größer wurde und genau auf ihn zuraste. 3 Sekunden wären eine ausreichende Zeit gewesen, die Flucht vor dem herabstürzenden Unheil zu ergreifen und sich vielleicht auf eine Seite zu werfen. Aber er war völlig blockiert durch die Gedanken, die ihm durch den Kopf schossen. Sie verhinderten, dass er die erforderlichen Befehle an seine Muskeln gab, die ihn von seinem Standort wegbewegt hätten. Stattdessen verharrte er starr und reglos an der Stelle, auf die der fallende Körper zuzustreben schien. Dass er noch lebte, begriff er erst Sekunden, nachdem der Körper knapp hinter ihm mit einem hässlichen Geräusch auf den Beton aufgeschlagen war. Im Umkreis von fast 3 Metern hatte sich ein Kreis aus winzigen Blutstropfen gebildet, die den Boden so dicht bedeckten, dass es fast wie eine einzige große Blutlache aussah. Wäre da nicht der Mann gewesen, welcher der Verbreitung im Weg gestanden hatte? Da Achim Böhringer mit dem Rücken zu dem auf dem Beton aufgeschlagenen Körper gestanden hatte, war das Erste, was er sah, ein 2 Meter langer Bereich vor ihm, der nicht mit Blut bedeckt war. Seine erste und unfreiwillige Assoziation zu dem Anblick war ein fehlendes Stück einer riesigen Erdbeertorte. Dann allerdings machte er den folgenschweren Fehler, sich umzudrehen. Das war einer von 3 Todesfällen. Und normalerweise spielen in diesem Buch völlig normale Leute wie du und ich eine Rolle, die auf der Suche nach verschwundenen Unterlagen sind, also eher so der Thriller-Charakter. Aber es gibt auch einen Polizisten, der eine kleinere Rolle spielt und er ist inzwischen, und nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Lesern, wie ich mitbekommen habe, zum Lieblingscharakter in dem Buch geworden, obwohl er nicht der Hauptprotagonist ist. Und den möchte ich ganz kurz noch vorstellen. Kriminaloberrat Lorbach war grundsätzlich nicht der Typ, der Untergebene zu sich ins Büro zitierte, aber bei Kriminalhauptkommissar Wurmleitner machte er eine Ausnahme. Normalerweise galt Lorbach als umgänglicher Mensch, der sich um die Sorgen und Nöte seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmerte, für jeden ein offenes Ohr hatte und sie an ihren Arbeitsplätzen besuchte, wenn er etwas mit ihnen zu besprechen hatte. Er duldete in seiner Einheit, der Abteilung für Sonderermittlungen im Landeskriminalamt München, einige absonderliche Eigenarten seiner Leute, die in anderen Bereichen des LKA undenkbar gewesen wären. Wurmleitner allerdings war ein ganz spezieller Fall. Er hatte die höchste Erfolgsquote, weigerte sich beharrlich, mit irgendjemandem zusammenzuarbeiten, war bei den meisten Kollegen hochgradig unbeliebt und hatte eine impertinente Art an sich, die Lorbach zur Weißglut trieb. Zudem hauste er freiwillig in einem Kellerloch des LKA, das Lorbach lediglich ein einziges Mal betreten hatte. Als es kurz an der Tür klopfte, wappnete er sich für ein schwieriges Gespräch. Und noch bevor er hereinrufen konnte, öffnete sich die Tür und Wurmleitner trat ein. Der 55-Jährige war wie immer mit seiner uralten und stark zerschlissenen Trachtenjacke aus Loden bekleidet, die ihn wie einen Bauern aussehen ließ, der gerade auf dem Weg zum abendlichen Stammtisch war. Wären da nicht die extrem wachen Augen gewesen, die unter den struppigen und ungepflegt wirkenden Haaren hervorlugten, hätte man ihn für einen Penner halten können. »Nehmen Sie Platz, Kollege Wurmleitner«, forderte Lorbach seinen Untergebenen auf, der es noch nicht einmal für nötig befunden hatte, ihn zu begrüßen.
Ihnen grauste bei der Vorstellung, dass Wurmleitner sich gleich mit seiner speckigen Korthose auf einen seiner beigen Wildledersesseln setzen würde. Doch er musste sich zwingen, seine Abneigung in den Hintergrund zu verbannen und sich auf das zu konzentrieren, womit er Wurmleitner beauftragen wollte. »Ich will gleich zur Sache kommen«, begann er und atmete noch einmal tief ein. »Ich weiß ja, dass Sie Smalltalk verabscheuen. Also, ich habe da einen ziemlich delikaten Auftrag für Sie, der vermutlich Ihr ganzes Können verlangen wird.« »Was genau?« fragte Wurmleitner mit einer leicht hochgezogenen Augenbraue, was vermutlich bei ihm so etwas wie Begeisterung signalisierte. »Egal. Es hat 3 Morde gegeben, von denen Sie sicherlich auch schon gehört haben. Zumindest haben Sie von den 3 Todesfällen gehört, von denen allerdings einer wie ein Autounfall mit Fahrerflucht und einer wie ein Selbstmord aussehen sollte. Aber allein die beruflichen Beziehungen der 3 Opfer zueinander hätten schon gereicht, uns misstrauisch werden zu lassen. Inzwischen gibt es allerdings auch sachliche Erkenntnisse, die Fremdeinwirkung belegen.« »Welche?« »Im Körper des angeblichen Selbstmörders wurden Reste eines Betäubungsmittels gefunden. Und bei dem vermeintlichen Autounfall haben die Ermittlungen zum Fahrzeug ergeben, dass dort ein Profi am Werk war.« »Wer?« Lurbach war kurz davor, seine Kontenance zu verlieren. »Was, wer?« brauste er auf. »Sie glauben doch wohl nicht, wir wüssten schon, wer der Profikiller sein könnte, oder?« Wurmleitner würdigte ihn keiner Antwort, weshalb Lurbach mit einem Kopfschütteln fortfuhr. »Es wird Ihre Aufgabe sein, herauszufinden, wer Bubitsch, Burkhardt und vor allem Meier Schadtke umgebracht hat.« »Warum vor allem Meier Schadtke?« »Aha, immerhin 5 Worte, also kann er doch, wenn er will.« Laut sagte Lurbach, »stellen Sie sich nicht dumm, Wurmleitner, Sie wissen doch, dass es sich bei ihm um ein Vorstandsmitglied von BMW gehandelt hat, eine Weltfirma, die unter anderem auch unsere Fahrzeugflotte stellt. Was glauben Sie denn, wie hoch das Medieninteresse an diesem Fall ist? Bislang weiß die Presse zum Glück noch nicht so viel wie die Mordkommission. Aber es kann nicht lange dauern, bis der Fall aufgebauscht wird und die wilden Spekulationen nach dem Warum beginnen.« Wurmleitner nickte wissend, sagte aber weiter nichts. Es blieb also dabei, dass Lurbach gezwungen war, mehr oder weniger einen an seinen Mitarbeiter gerichteten Monolog zu halten. »Die Mordkommission des Polizeipräsidiums München ermittelt bereits und ich habe mit unserem Präsidenten abgesprochen, dass Sie ohne deren Wissen eingesetzt werden. Sie erhalten Zugang zu Ihren Ergebnissen, ohne dass die Mordkommission etwas davon mitbekommt. Also ermitteln Sie so unauffällig wie möglich und bauen Sie keinen Mist.« Wieder nickte Wurmleitner nur, als habe er nichts anderes erwartet. Lurbach drehte die Augen gen Himmel und seufzte schwer. »Wurmleitner, Sie machen mich wahnsinnig. Okay, Sie wissen jetzt, worum es geht, also Abmarsch. Und ich wäre hocherfreut, wenn Sie mir wenigstens ab und zu Bericht erstatten würden.« Als sein Gegenüber sich wortlos erhob und umdrehte, meinte Lurbach im letzten Moment, ein leichtes Lächeln auf Wurmleitners Lippen gesehen zu haben. »Er fängt an zu ermitteln und ich möchte noch ein paar kleine Teile, damit man ihn besser kennenlernt, vorlesen, die ein bisschen was über die Person des Hauptkommissars Wurmleitner sagen. Er wusste, dass die Kolleginnen und Kollegen sein angeblich muffiges Keller noch als die Wolfshöhle bezeichneten, meist noch mit dem Zusatz, dass der Name vom Geruch herrührte. Wolf Wurmleitner scherte sich einen Dreck um die Meinung anderer. Seit er als Kind alt genug gewesen war, um zu begreifen, was für eine Art Tier ein Wolf war, hatte er den Gedanken gehegt und gepflegt, dass seine Eltern ihm ganz bewusst diesen Vornamen gegeben hatten. Sie hatten ihm stets versichert, dass sein Name keine Kurzform von Wolfgang war, was er später in seiner Geburtsurkunde bestätigt gefunden hatte. Und so war er im Laufe der Jahre genau der einsame Wolf geworden, der er sich stets gewünscht hatte zu sein. Aus der Sicherheit des großen Rudels Polizei heraus begab er sich auf Jagd, allein, manchmal mit einer Rückendeckung durch das Rudel, aber im Wesentlichen im Alleingang. Seine Fähigkeit zur Kommunikation mit anderen Rudelmitgliedern war extrem eingeschränkt und er wusste, dass seine Kollegen auch keinen gesteigerten Wert auf eine Zusammenarbeit mit ihm, dem Außenseiter, legten. Ihm war das recht. Solange sie seine Gabe respektierten, bei ihren Kunden die Angst, wenn sie bei einer Lüge ertappt wurden, zu erschnüffeln, war er zufrieden. Wie ein Wolf hatte er die Fähigkeit, eine Spur aufzunehmen und wie ein Wolf verfolgte er diese Spur mit einer Ausdauer und Beharrlichkeit, um die ihn viele beneidet hätten, wenn sie denn davon gewusst hätten.
Aber da er es nicht liebte, im Fokus der medialen Aufmerksamkeit zu stehen, blieb er auch bei großen Ermittlungserfolgen lieber im Hintergrund. Es machte ihm nicht das Geringste aus, wenn andere seine Erfolge für sich verbuchten und sich im Rampenlicht der Anerkennung sonnten. Ihm genügte der Erfolg der Jagd, das verfolgte Wild zur Strecke zu bringen. Und weiter hinten möchte ich noch etwas über ihn vorlesen, was so ein bisschen belegt, wie ich auf manche Ideen komme, denn das ist etwas, was ich selbst erlebt habe. Er liest sich in die Akten ein und so, insgesamt konnte Wurmleitner keinen Fehler oder Nachlässigkeit bei den Ermittlungen entdecken und auch die in die Wege geleiteten Maßnahmen hätte er ebenfalls genauso in Auftrag gegeben. Er war ein fanatischer Anhänger der jedem angehenden Kriminalisten eingebläuten 7 goldenen W, die zur Aufklärung eines Verbrechens geklärt werden mussten. Mit einem stillen Grinsen erinnerte er sich an die Melodie des Kinderliedes »Fuchs, du hast die Gans gestohlen«, mit dem er auf der Polizeischule vor über 35 Jahren diese Grundweisheit vermittelt bekommen hatte. Wer hat wann wo was getan, wie, womit, warum? Dabei handelt es sich um die Grundpfeiler jeder polizeilichen Ermittlung, die leider nicht jeder Beamte so verinnerlicht hatte wie er. Wer, die Frage nach dem Täter, wann, die Frage nach der Tatzeit, wo, die Frage nach dem Tatort, was, die Frage nach der Tat an sich, wie, die Frage nach dem Modus operandi, womit, die Frage nach der Tatwaffe, warum, die Frage nach dem Motiv. Leise die Melodie vor sich hinpfeifend, stand er auf und machte sich auf den Weg, die für ihn entscheidende Frage zu klären oder zumindest einen Eindruck davon zu bekommen, wie er sich der Klärung nähern könnte. Er sah in der Beantwortung dieser Frage die beste Möglichkeit, sich dem Täter zu nähern. Warum? Was war das Motiv hinter diesen Taten? Das soll es da gewesen sein, ja. Dazu. Es ist tatsächlich so, dass vor, inzwischen sind es 50 Jahre, in der ersten Stunde Kriminalistik wir Fuchs, du hast die Gans gestohlen, vorgesungen bekommen haben. Aha. Und ich habe das nie vergessen. Ich habe das mein ganzes berufliches Leben und sicherlich eben auch danach nie vergessen können. Und das hat sich so reingefressen, dass es eben auch dann so in solchen Büchern vorkommt. Ja, es entbehrt ja auch nicht einer großen Logik. Es ist nicht nur ein kriminalistischer Grundsatz, es ist auch ein journalistischer Grundsatz. Ja, ja. Journalisten verfahren nach demselben Prinzip, auch wenn sie Recherchearbeit machen. Ja. Und von daher ist es kein alleiniges Recht der Polizei, die 7 goldenen W zu beachten. Ich habe jetzt gerade noch mal eine Frage. Hast du in deinen Romanen wiederkehrende Figuren? Jein. Ja. Ich habe eine Trilogie. Ich habe mit einer Trilogie angefangen, die Mandelbaum-Trilogie, die in Frankfurt spielt, mit dem jüdischen Hauptkommissar Gregor Mandelbaum, der unter dem Asperger-Syndrom leidet, einer leichten Form des Asperger-Syndroms. Das sind wiederkehrende Figuren. Ja. Und ich habe jetzt eine in Koblenz spielende Trilogie, von der bisher 2 Bände erschienen sind. Das ist die Auer-Trilogie, die hier in Koblenz spielt. Ulf Auer, der Leiter der Koblenzer Mordkommission, einer Koblenzer Mordkommission und sein Team. Da sind 2 erschienen und der dritte erscheint jetzt im Herbst. Dieses Jahr im Herbst erscheint der dritte Band und am 4. schreibe ich gerade. Ja. Also da ist das Personal bestehend. Festes Personal, Wechseln und Neuzugängen immer wieder. Ja. Ich habe mich mal sehr abfällig darüber geäußert, über Serienbücher. Weil ich selbst ganz ehrlich sagen muss, das gefällt mir bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann finde ich es zu viel. Dann, weil die Geschichte muss ja immer wieder auch fortgeschrieben werden. Und wenn ich dann die Charaktere verfolge, die dann inzwischen geheiratet haben und dann geschieden worden sind und dann einen neuen Freund haben und dann ein Kind kriegen und dann, das wird mir zu viel. Dann sage ich also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich 7 Bücher oder 8 Bücher oder noch mehr aus einer Reihe schreibe. Ist aber Geschmackssache. Und ich liebe eigentlich auch die Diversität. Ich schreibe gerne auch unterschiedliche Genres, Subgenres des Kriminalromans, ob das jetzt der mystische Kriminalroman ist, ob das der historische Kriminalroman ist. Und
deshalb kommen da so ganz verschiedene, ja, der Wissenschaftsthriller, ganz verschiedene Bücher raus. Genau, ja. Ich wurde gefragt, ob ich eine Fortsetzung von dem Buch, ich sehe im Moment noch keine Fortsetzung davon. Ja. Vielleicht habe ich irgendwann eine Idee diesbezüglich, aber im Moment sehe ich noch keine. Genau, ja, ja, ja. Ja, das, da war ich mir nämlich gar nicht so sicher, weil ich, es gibt ja gerade am Genre Kriminalroman die Autoren, die wirklich immer nur ihren Kommissar, Kommissarin haben und die führen sie dann durch bis zum Wesen. Ist ja legitim, ist ja, doch legitim. Ja, es gibt für alles, gibt es eine Klientel, die das gerne liest. Mhm. Was ist unser Ziel mit Kriminalromanen? Wir wollen die Leute unterhalten, die Menschen unterhalten. Wir wollen ihnen einen Weg aus dem tristen Alltag vielleicht eröffnen, vielleicht ein bisschen was auch an Informationen vermitteln. Und dann weiß ich, dass es Leute gibt, denen sind manche meiner Romane viel zu blutig. Okay. Andere finden andere Teile meiner Romane zu lapidar. Ich habe einen Kreuzfahrtkrimi geschrieben, der ist noch nicht erschienen, der spielt auf einem Fluss, auf einer Flusskreuzfahrt. Da werden viele sagen, naja, das ist jetzt so sehr banal eigentlich, so mehr so der banale Kriminalroman. Bei anderen habe ich mehr Anspruch, weil ich sage, hier der historische Kriminalroman, da möchte ich eben auch Geschichte vermitteln. Da möchte ich was über die Zeit vor 100 Jahren und was man aus ihr heute noch lernen kann, vermitteln. Das sind so Dinge. Deshalb liebe ich die Diversität. Ich bin kein großer Fan von langen, langen Serien. Ja, also ich habe eine ganz interessante Erfahrung mal gemacht, dass ich vor etwa 25 Jahren hatten wir in Warenheim eine da hat sich ein Buchhändler-Ehepaar vorgestellt, die in Mannheim eine Bibliothek, eine Buchhandlung hatten, die hieß Tatort. Nur Krimis, ja. Und ich stellte damals die Frage an das Ehepaar, ja, wie geht das? Und da sagten sie, das wird gut gehen. Ich habe das nicht geglaubt. So. Also, aus der Erfahrung heraus, wie breit gefächert das Genre Kriminalroman ist. Ich kann einen Science-Fiction-Kriminalroman, also ich bin ein großer Fan von Isaac Asimov und was er geschrieben hat mit iRobot oder auch anderen Serien, er war ja Wissenschaftler, Sir Isaac Asimov, der hat also Science-Fiction-Kriminalromane geschrieben. Es gibt auch noch andere Autoren, die das machen. Ja. Der geschichtliche, der Mittelalter-Kriminalroman auf der Kriminale der Vereinigung der deutschsprachigen Kriminalschriftsteller ist vor ein paar Jahren ein Kriminalroman prämiert worden, der spielt in der Eiszeit. Das ist so ein bisschen wie Wer hat Ötzi ermordet? Ja. Also das, auch darum kann ich einen Kriminalroman schreiben. Von daher ist das Genre ist breit gefächert. Und wenn ich gestehe das auch jetzt öffentlich, als Fan von Rosamunde Pilcher mit meiner Frau zusammen Rosamunde Pilcher Filme sehe, dann entdecke ich immer wieder Elemente des Kriminalromans da drin. Dann ist das der Betrüger, der versucht an das Erbe zu kommen oder immer wieder sind diese Elemente drin. Von daher kann ich mit dem Kriminalroman so viel abdecken. Aber damals war es tatsächlich so, dass der Kriminalroman noch im Nischen, im Heftchen-Genre sich abgespielt hat. Und daher war auch mein Misstrauen so groß gewesen dazu. Ja. Aber das hat sich wirklich dann verändert. Ja, also, ja es hat sich verändert, wobei es jetzt immer noch keine Hochliteratur ist. Also ich empfinde mich nicht als hochkarätiger Literat. Dazu ist meine Sprache zu einfach. Aber es ist halt eben auch so, auch dafür gibt es das Publikum. Ich habe Kritiken meiner Bücher, da steht dann drin, ja, die Sprache ist mir zu primitiv und zu normal und da ist sogar kein Feinsinn drin. Und dann gibt es Kritiken, die sagen, ich liebe vor allem diese einfache, klare Sprache, leicht zu lesen, nicht zu lange Sätze, nicht zu verschachtelt, keine komplizierten Fremdworte. Jeder nach seinem Geschmack. Ja. Und du hast ja dein Publikum gefunden, ja. Ich denke. Meine letzte Frage an dich erübrigt sich, ja, wenn ich frage, was wirst du in Zukunft schreiben? Das wird schon alles längst im Computer sein. Teilweise, aber ich habe natürlich auch noch Pläne, ich habe auch noch Visionen. Also was ich gerne machen würde, ich würde gerne mal einen astreinen Science-Fiction-Roman schreiben. Jetzt gar nicht wahrscheinlich wird der Krimi-Elemente enthalten, aber das ist so meine Zukunftsvision. Da will ich irgendwann mal hinkommen. Ja, und das ist, ich dir. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ja, ich denke auch.
sie wird dir schon die Möglichkeit geben. Ich hoffe es. Ja. Ja, also auch vielen Dank, Dieter. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, es war sehr unterhaltsam, hat viel Spaß gemacht. Ja. Danke. Ja, und das war wieder eine Ausgabe unseres Literaturmagazins Zwischen den Zeilen. Auf Wiedersehen.